aber noch einmal selbst vorstellen. Für die Gäste, die mich nicht kennen, mein Name ist Werner Schaffrath, ich bin zur Hälfte Bonner durch meine Mutter und zur anderen Hälfte bin ich Kölner durch den Freund meines Vaters. Und ich habe die große Ehre, heute Abend nicht alleine hier zu sein. Nein, langsam. Und zwar habe ich einen mitgebracht, einen Kollegen von mir. Das ist richtig. Langsam. Das ist mein Freund Bodo. Wo bleibt der Applaus? Moment, du kriegst ja noch keinen Applaus. Nein. Nein. Du musst erst einmal die Herrschaften begrüßen. Und dann? Ja, und dann kriegst du auch einen Applaus. Wie nenne ich das? Ja, begrüße heute Abend einmal die Herrschaften. Okay. Das geht. Was ist? Ich suche die Herrschaften. Ja, die stehen doch da. Kein Applaus. Ja, du kriegst... Nein. Nein? Nein, das geht nicht. Wieso? Du musst die Gäste... Warte, ich helfe dir dabei. Nee. Wir machen das ganz einfach. Ich begrüße einen Teil der Gäste. Nee. Und du begrüßt den anderen Teil. Gegen. Ganz einfach. Ich begrüße alle Herren. Nee. Und du begrüßt alle Damen. Okay. Hast du verstanden? Das Gegenteil. Nee. Also, ich begrüße heute Abend hier in diesem wunderschönen weiten Rund alle Herren. Keine Herren da? Ach doch, bitte. Sieben Stück. Ja, sieben Stück. Okay, kannst du es besser? Natürlich. Dann sag mal. Ich begrüße alle Damen. Hallo, Mädels. Siehst du? Ja, das war schon nicht schlecht. Hast du gesehen? Was denn? Der Herr ist auch eine Dame. Wieso? Der hat auch getanzt. Ja. Na gut, okay. Also, du weißt, was ich meine, immer das Gegenteil. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich begrüße alle Verheirateten und ich die Glücklichen. Nein, nein. Wenn ich zum Beispiel sage, ich begrüße alle Fleißigen und ich die Beamten. Hast du was gegen Beamte? Nein, die tun ja nichts. Moment. Wieso? Also ehrlich. Hast du schon gelesen? Was denn? Es gibt jetzt Beamtenkondome. Beamtenkondome? Ja. Wieso das denn? Mit Redungsfelder. Also, so, so. Da lachen die Beamten. Ja. Bitte, tu mir einen Gefangen. Nee. Grüß die Gäste nach alter Sitte und du bekommst deinen Applaus. Okay. Auf dir. Ich grüße die Großen, die Kleinen, die Dicken, die Dünnen, die schlauen Junggesellen und auch die anderen armen verheirateten Kreaturen. Gib mir Applaus! Was denn jetzt schon wieder? Anderen armen verheirateten Kreaturen? Wie oft muss ich dir sagen, wenn jemand verheiratet ist, ist er keine arme Kreatur. Schau dir den Theo Schächtes an. Moment, der Theo hat eine schöne Frau. Ach so, der hat zwei. Also, hör mal, das kannst du nicht machen. Den kenne ich doch. Du kennst den Theo? Ja. Aus der Sauna. Du warst mit dem Theo in der Sauna? Ja, in Koblenz. Und wie war es gewesen? Da habe ich was gesehen. Was hast du gesehen? Bei Theo. Ja, was hast du bei Theo gesehen? Nicht der Rede wert. Siehst du, da lacht sogar seine Frau. Ja. Die Feinigkeiten sprechen wir nicht. Also bitte, schau nach vorne. Nee. Und denk dran, wir sind hier ganz vorne im Ambiente. Was sind die? Vornehmes Ambiente. Ehrlich? Ja. Ich möchte den Leuten zeigen, dass du was kannst. Soll ich einen singen? Du sollst hier keinen singen. Oh, so. Was war das denn? Notbremse! Ja, Notbremse! Hör mal, das war ja prima! Das war ja italienisch! Wie? Ich dachte französisch! Moment, das war italienisch! Wie? Kann ich das auch? Kannst du Fremdsprachen? Selbstverständlich, sieben Stück, alle in Deutsch! Schön! Was kannst du denn? Englisch! Englisch? Sie! Englisch, oui, Inglaterra, yes, okay. Wie sagt denn eine Engländerin auf Englisch, deren Mann abgehauen ist? Oxford. Oxford, schönes Englisch, ja, bescheuert. Wieso? Ich kann Chinesisch, Italienisch. Du kannst Italienisch? Sie. Okay, wie heißt denn Schaf in der Badewanne? Auf Italienisch. Lambada. Lambada. Und wie heißt Prostituierte auf Italienisch? Nutella. Ja.
Porto per italienisch, ne? Wie heißt denn meckernde Schwiegermutter auf Italienisch? Mozzarella. Ja, schön. Das kommt mir eher Chinesisch vor. Chinesisch kann ich auch. Du kannst Chinesisch? Ja. Wie heißt denn Bergsteiger auf Chinesisch? Ying an Hang. Schön. Wie heißt denn Ladenschlussgesetz auf Chinesisch? Was? Schon zu? Hör mal, das ist doch kein Chinesisch. Hm? Wie heißt denn Großmutter? Oma. Ja, Oma auf Chinesisch. Kon, kon, kon. Warum das denn? Keine Zähne. Ach, und wo sind die Zähne? Hat Opa an. Scheiß auf, da. Ja. Übrigens, Opa. Hm? Du weißt, was wir morgen für ein Datum haben. Der 14. Das ist richtig. Und dann hat Opa Geburtstag. Das ist richtig. Der wird 90 Jahre. Das stimmt. Mein Vater wird morgen 90 Jahre. Kriegst was Schönes geschenkt. Ja, das stimmt. Der kriegt was Schönes geschenkt. Hab ich ihn schon gesagt. Was hast du denn gesagt? Opa, zum 90. Geburtstag kriegst du ein schönes und ein weniger schönes Geschenk. Womit hast du angefangen? Mit den Schönen. Ich sage, Opa, zum 90. Geburtstag kriegst du eine Striptease-Tänzerin. Oh, da hat sich der Opa aber gefreut. Sehr schön. Und was war das weniger Schöne? Die ist genauso alt wie Opa. Hat den Mann so erschreckt? Nee. Also wirklich. Was wackelst du? Ich muss auf Toilette. Ja, langsam. Nachher kannst du auf Toilette gehen. Ne? Also ehrlich. Ich war eben auf Toilette. Du warst auf Toilette? Ja. Wo warst du denn? Hier im Hause. Bei G. Bei D? Ja. Moment, da ist H und D. Ja. Und du warst bei D? Ja. Weißt du eigentlich, was D heißt? Jetzt schon. Moment, D heißt Damen. Kannst du früher sagen. Also warst du auf der Damentoilette? Ja, das heißt, eine Dame auf Toilette und hat gesungen. Was hat sie denn gesungen? Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Was hast du denn da gesagt? Sitz ich gerade in den Ferkel. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe eben noch drin gestanden, habe ich mir überlegt, wie kann ich dich hier präsentieren? Ich wollte den Leuten sagen, dass du das einzige Tier bei mir in der Familie bist, was sprechen kann. Stimmt nicht gelogen. Wer kann denn noch mehr sprechen bei mir in der Familie, welches Tier? Deine Katze. Meine Katze kann sprechen? Ja. Wie kommst du darauf? Ich hab sie erst gefragt. Was denn? Katze, wie sieht von Werner mit den Sexualleben aus? Wie meinen? Ja. Was hat die Katze gesagt? Mau! Mach dir mal keine Gedanken über mein Sexualleben. Nein. Meine Frau hat heute Morgen noch zu mir gesagt, Schatz, du warst heute Nacht eine Kanone. Was ist? Ehrlich? Ja. Und weißt du, was sie noch mehr gesagt hat? Nee. Ich hätte sie an die Olympischen Spiele erinnert. Kein Problem. Wieso? Die sind ja auch nur alle 4 Jahre. Schön. Also ich, um das hier klarzustellen, nee. Das kann ich in der Öffentlichkeit sagen, nee. Ich habe noch jeden Tag ausgefallenen Sex. Das ist richtig, das kann ich bestätigen. Montag ausgefallen, Dienstag ausgefallen. Ja, schön. Du blamierst dich hier, ich kann sagen, was ich will. Du machst immer wieder einen Deckel drauf. Wieso? Soll ich einen singen? Du sollst hier keinen singen. Ich glaube, wir hören ihr Blödsinn. Ist aufgekommen, sie sind in deine Kiste. Warum das denn? Nicht warum das denn, du gehst in deine Kiste. Und dann? Und dann mache ich hier alleine weiter. Ehrlich? Ehrlich. Und zwar werden wir das jetzt anders machen. Ich verabschiede mich jetzt mit dir zusammen. Das heißt, lässt mich sprechen. Ja. Und du hältst den Schnabel. Okay. Liebe Gäste, ob klein, ob groß. Oh, schöne Frauen. Ja, schöne Frauen. Die Blonde? Ja, die Blonde ist der Herr daneben. Das ist vielleicht ihr Mann. Aber nicht mehr lange. Ja. Kann ich dich was fragen? Die Blonde mit den kurzen Haaren? Ja. Weiß ich. Kann ich dich was fragen? Ja. Wie heißt du mit Vornamen? Gerhild. Gerhild? Schläfst du nackt auf dem Bauch? Nein. Darf ich drauf schlafen? Ja. Also ehrlich. Also wirklich. Gehst du mit? Wo wird sie der Dame hingehen? Gassi. Die Dame geht mit dir nicht, Gassi. Kommst du in deine Kiste? Will sie nicht. Da ist ein Schloss auf deiner Kiste. Ja, ein Zahnschloss. Das ist richtig. Sieh mal die Eins. Ja. Du kannst der Dame doch nicht unseren Geheimcode verraten. Wieso? Sie kennt doch nicht die Reihenfolge. Ja. Liebe Gäste, wir beide, der Dodo? Das bin ich. Und der Werner? Ist dieser Idiot? Dankeschön. Wir beide müssen Ihnen einmal ein großes Kompliment machen. Wir arbeiten immer sehr gerne vor einem hochintelligenten und sehr gebildeten Publikum. Das ist richtig, aber hier war es auch schön. Das wusste ich. Nee. Wir sagen ganz einfach, Dankeschön, auf Wiedersehen, euer Dodo. Tschüss. Dankeschön.